Ich würde jetzt um einen Wolf bitten oder einen Bären oder irgendwas anderes. Irgendwas, das abreaktionsfreudig ist. Dem werde ich was erzählen, ey. Was für eine miese Nummer, das ganze Ding zu destabilisieren. Ich könnte jetzt ein Pferd rufen, aber wahrscheinlich kommt dann sowieso gleich eine Klippe, genau. Die mir sagt, willst du verreiten? Ist nicht. Und gut, dann laufe ich halt abseits der Wege. Hat er hier keinen Ausdauerbalken. Das war ja anstrengend. Irgendwo ist auch genug mit Realismus, ne? Vor dem Ausdauerbalken bei dem ganzen Gekletter, was diese Assassinen machen, du wirst ja total Krise kriegen. Aber vielleicht ist das mit in den Assassinen-Gen drin, weißt du? Du hast zum einen diesen Adlerblick und zum anderen dann halt unbegrenzt Ausdauer. Sorry, ich kam mir gerade vor wie dieser komische Waldgeist aus der Tanz der Teufel-Reihe. Machen ja alle Dämonen. Dann dauert so eine komische Perspektive. Ist er immer noch im Keller? Sieht so aus, ne? Alter Mann, ich habe dein Paket. Pass auf, jetzt gehe ich nach unten. Er ist eigentlich hinten an der Klippe und pflückt Blumen oder so ein Blödsinn. Ich hab, was du wolltest. Aber ich muss wissen, wer es dorthin gebracht hat und wozu. Ich war's. Ich brachte es dorthin, wo nur ich es erreiche. Doch das ist sehr lange her. Wem hat das einst gehört? Es ist der Umhang des ersten Assassinen, der in die Kolonien kam. Ah ja. Ich nehme an, den willst du jetzt als Moralboost hier hinstellen, ja? Naja, mach mal. Ja. Gut, war es das mit den Hausaufgaben? Nein, war es noch nicht. Ich nehme mal die Abkürzung. Ich habe keinen Bock, da hinten hinzurennen. Wahrscheinlich ist es eh nur Miriam, die mir sagt, wie toll dieser andere Idiot ist. Didel-didel-didel-dumm, ich drehe mich im Kreis herum. Wir haben genau einen Sommerhit gemacht, aber das reicht ja auch. Eine neue Gegend wäre langsam auch mal wieder cool. Aber wahrscheinlich muss dann einfach mal schneller spielen. Könnte man da argumentieren. Dumme Idee. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass da jetzt irgendwas ist. Ein Baum. Oder ein Heuhaufen oder Wasser, aber irgendwie alles nur nicht nichts. Der hat mich jetzt aber nicht schon wieder direkt vor Dings abgelegt, oder? Nö, nur auf der anderen Seite des Tals. Guck mal, wenn ihr so runterspringt, tue ich mir nix. Ja, Mann. Ja, Mann. Schneller.
Der plappert mir alles nach. Das ist schon wieder dieser Idiot. Ich finde das mies, dass die hier einfach die Waffen blockiert haben für bestimmte Momente. Es geht einfach gar nichts. Norris. Du kennst Miriam? Natürlich. Was gefällt ihr? Ich möchte ihr etwas schenken. Ich weiß es wirklich nicht. Na gut. Ich spreche mal mit Prudence. Vielleicht kann sie helfen. Das ist so absurd. Kann ich mich auch einfach weigern? Dann geht die scheiß Dorfstory nicht weiter. Das wäre auch doof. Außerdem tötet mich das Spiel ja, wenn ich anfange dagegen zu arbeiten. Hast du ja gesehen. Eben. Vor allem renne ich jetzt schon wieder durch die halbe Karte. Das ich bin zu Fuß wirklich schneller als zu Pferd, kann das sein? Vielleicht jetzt nicht auf geraden Strecken, aber auf unebenem Terrain auf jeden Fall. Hallo, Wuff. Prudence. Guten Tag, Connor. Norris will einer Dame den Hof machen. Was mögt ihr Frauen denn so als Geschenke? Also mir macht ein Strauß Wildblumen immer viel Freude. An wem ist Norris interessiert? Das möchte ich nicht sagen. Verständlich. Die schönsten wachsen auf dem Hügel im Nordwesten. Sie sind schwer zu erreichen, doch dort in der Sonne wachsen sie groß und stark. Mit anderen Worten, niemand außer mir kommt dahin. Ja, guter Tag, der Tag ist im Eimer. Oh, du kommst gerade wie gerufen. Na komm! Gib's mir! Du auch? Ja? Na komm! Wie viele von euch hier noch rumrennen. Man weiß nicht, ob das Wölfe darstellen sollen, die hier so jammern, oder ob das irgendwelche Elche sind. Oh, ganz große Klasse. Es war ein Versuch wert. Wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, mal gucken, komme ich da irgendwie anders rauf? Zweifel suchten mich heim. Gerufen?
Hab ich mir bestimmt eingebildet. Das hier sieht aus nach, bitte kletter auf mich rauf. Oh, das ist besonders toll. Drei von euch. Eins. Ja, das hat sich verpisst, okay. Ja, schade. Man killt einen von euch und die anderen geben gleich auf, ja? Wölfe. Ich habe euch irgendwie ehrenhafter in Erinnerung. Aber wer bin ich zu entscheiden, wie Wölfe sein müssen, ne? Wenn sie den Suizid vorziehen, wer bin ich, sie aufzuhalten? Mal gucken, was für Tiere sich hier oben hin noch verwirrt haben. Verirrt, nicht verwirrt. Verwirrt bin ich die ganze Zeit. Vielleicht ein Bergpuma oder so? Wegbunny oder landest wie die Wölfe unter meinem Messer. Respekt vor der Natur. Na, so viel dazu. Beim nächsten Mal einfach schießen. Raum und Raum für noch mehr Baum. Eigentlich hätte ich hier noch einen Ast nach... naja, zur Klippe zeigen können. Dann wird man im Prinzip direkt... Du bist ein Arsch. Wes, bist du da drin? Oui. Oh, ich komme dann später nochmal zu dir. No, no, es geht schon. Was gibt es? Prudence rät zu einem großen Strauß Wildblumen. Wirklich? Ganz sicher? Kommt mir komisch vor. Deswegen bist du auch ungeeignet. Das alles für ein bisschen Kupfererz. Ja, finde ich auch. Wir können die wirklich nicht auf irgendwas schießen? Dann halt nicht. Ich kann auch nicht mal rennen, wenn ich hier drin bin. Nur so Augen. Können sie eine Spitzhacke verstecken? Immerhin, so ein kleiner Gemeinheitssieg. Wo ist er? Wahrscheinlich im Untergrund. Nee. Komm ich hier rein? Nee. Hä? Will er mich verarschen, dieser verdammte Franzose?
Spaß. Hilft alles nichts. Muss ich wahrscheinlich doch nochmal in die Mine. Und Höfere? Hallo Rocket, tschüss Rocket. Zeitlupenjogging in der Mine. Aber hier ist nichts. Der ist nicht hier, hier ist... Ach, was soll's. Dahin teleportieren kann ich mich nicht, ne? Wäre ja auch zu schön gewesen. Also wir müssen also in die Höhe. Aber da war doch nichts. Oder bin ich jetzt doof? Also klar, ja, immer, aber hä? Wärst du so freundlich? Ich würde mal sagen, hier ist nichts. Was heißt, es ist wahrscheinlich nicht geladen? Was heißt, es kann mir gerade auch fast egal sein? Oh Gott. Wow. Nun legt es hier aber zu. Erstmal schnell Reise rüber zu Achilles, dann kann ich mit dem quatschen und auf dem Rückweg gehe ich dann an den anderen Dingern vorbei, in der Hoffnung, dass wenn ich dann hier nochmal dran vorbeikomme, alles geladen ist, so wie es geladen sein sollte. Ich würde mich aber nicht drauf verlassen.